Malisa, weil du mich damals in deiner Story als Schnippel beleidigt hast. Oh, was hab ich gemacht? Oh. Jetzt will ich niemals. Fängt der Zickenkrieg an. Was denn los mit dir? Wo bin ich denn zickig? Ich bin nett. Nee, ich schwör's dir, ich bin echt ein bisschen horny. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reality Queens Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu Folge 2. Ich sag euch schon mal so viel, heute wird's giftig und damit meine ich nicht die Tiere hier im Dschungel. Also letzte Folge war ja alles noch so mehr oder weniger harmonisch. Die mögen sich zwar alle nicht, tun aber noch so. Und dem wird heute, glaube ich, ein Ende gesetzt. Ich freue mich mega. Ganze Folge hiervon ist natürlich unten verlinkt. Gibt's bei RTL Plus. Und damit, let's go. Ich habe gar nichts gesehen. Ist es bei dir nachts zu Hause heller? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass bei mir und der Malisa ein bisschen Konfliktpotenzial herrscht. Ich habe das Gefühl, dass sie sich einfach dümmer anstellt, als sie ist. Ab jetzt schlafe ich nachts nur noch mit der Lampe auf dem Kopf. Nee, das war nicht. Aber Malisa! Also ich muss schon sagen, Freunde, so gereizt haben wir Vanessa das letzte Mal im Sommerhaus erlebt. Im Dschungel zu erwachen, ist einfach so ganz anders, so toll, so irgendwie so frei, so irgendwie. Emmy? Ja, Emmy wird das jetzt nicht unterschreiben. Claudia ist ja wirklich die Einzige hierbei. Die findet das richtig gut dort. Also ich meine, das ist ja gut, wenn die hier nicht alle nur enttäuscht sind davon, aber Claudia ist ja sogar richtig begeistert. Im Fluss, das war richtig schön. Es war so erfrischend, so kleiner Wellness am Morgen. Ja, ich glaube, für Emmy ist das auch wie Wellness. Das ist genau das, was sie sich darunter vorstellt. Ich gehe auf keinen Fall in dieses verrostete Wasser rein. Das sieht aus wie von einem Rohrbruch. Ja, gut aussehen tut das auf jeden Fall wirklich nicht. Ich glaube, die Mädels im Luxus heute, die haben keinen Swimmingpool bereit. Ich sehe ja so ein bisschen die Gefahr, dass das Luxuscamp vielleicht gar keine Motivation mehr wird, weil die fühlen sich ja eigentlich alle relativ wohl dort. Oh, nee, kann ich nicht. Ich war da heute schon auf Klo. Na, ihr seid ekelhaft, dass ihr dran riecht. Hä, wer riecht denn an deiner Scheiße? Du Eklige. Also wenn ich hier auf dieses Dschungelklo gehe, dann muss ich würgen. Na, ich hoffe, dass wir da schnell wieder das Thema wechseln hier, sage ich euch ehrlich. Ey, Patricia, hast du ein Toupet auf dem Kopf? Ey, das sieht aus wie so ein toter Maulwurf. Ich finde, es ist eine Mischung aus Toupet und Alpaka. Ich habe überlegt, wie könnte man es am besten beschreiben? Alpaka? Genau so. Ja, aber der geht nur 20 Minuten. Tat mir auch echt leid. Wenn Theresia ihren Akku verschwenden möchte für Patricias Haare, kann sie es gerne machen, aber der Glätteisen hält immer nur 20 Minuten und das sind meine 20 Minuten. Ja, korrekt ist korrekt. Also ich muss auch sagen, Theresia, die wirkt ja echt eigentlich am nettesten hierbei. Und nicht so, als würde die Drama machen. Vor allen Dingen Vanessa und ich, wir haben halt ein super, super krasses Mindset. Wir können halt beides. Bei uns denkt man, glaube ich, Tussi. Mm. Aber weil die so spielen, dann sind wir voll die Männer. Mhm. Na, vielleicht kann die ja mal jemand kneifen, damit die hier von ihrem Traum aufwachen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich hier so wirklich so die Dschungel-Queen, die Reality-Queen hier auf jeden Fall werde. Ah. Ich glaube, irgendwas hat mich gestochen. Da sind halt Blätter, die sind in den Fluss gefallen und dann färbt der Fluss sich. Das ist sogar gut für die Haut. Und wenn man da öfter drin badet, also zumindest ist das so mit Tee, dann wird man schön braun, ist doch super. Das ist auch ihr Geheimnis, warum sie so jung aussieht. Sieht aus wie eine alte Oma, die dich immer an der Hand hat. Mensch. Julina, bist du noch normal oder was? Geh dich mal selber waschen. Nee. Also wirklich, was ist denn bitte mit meiner Tochter los? Julina, du musst dich waschen, auch wie Monika und so. Deswegen muss die Monika auch fresh gemacht werden. Wenn sonst nichts fresh ist, dann wenigstens hier so. Schön, ja, da können wir den Tieren ja sonst nicht antun hier. Ihr seht diese wunderschönen Fotos hier von euch. Und naja, und vor mir steht die ungeschminkte Wahrheit. Also ich muss ja bei der einen oder anderen zweimal hingucken. Mein Bild. Ja, hätte ich direkt erkannt. Das ist Claudia. Julina, erzähl mal. Bearbeitest du sie so ein bisschen? Nö, habe ich noch nicht gemacht. Noch nie? Nö. Das Gute ist ja, eigentlich brauche ich ja nichts dazu sagen, weil Philipp hat das ja schon übernommen. Denn bei diesem Spiel müsst ihr die Fotos eurer Konkurrenz mit Schlamm abwerfen. Je mehr Schlamm am Foto hängt, desto schwerer wird es. Und das Team, was als erstes fällt, zieht ins Losercamp. Ich werfe auf meinen guten alten Freund und Kupferstecher Sanders, because das Bild ist viel zu schön, das muss ein bisschen eingesaut werden. Nein. Boah, der ist persönlich. Ja, das ist eine ordentliche Ladung. Die Ansage war ja gut, aber dein Wurf wird nicht gut sein. Sag ich ja. Scheiße. Ja, der Wurf, der war wirklich
grottenschlecht. Schlammschlacht auf unsere Bilder heißt auch Schlammschlacht zwischen den Mädels. Gar keinen Fall treffen. Hallo, nicht klatschen. Patricia gibt's jetzt richtig. Also das mit dem Werfen, das müssen wir hier nochmal ganz gewaltig üben. Ich nehme mal Lisa, weil du mich damals in deiner Story als Schnippel beleidigt hast. Ups. Was hab ich gemacht? Ups. Sowas will ich niemals. Ja, da würde mich mal die Story interessieren, wie es dazu kam. Kann da vielleicht mal irgendjemand die Story erklären in den Kommentaren? Nö. Malisa hat früher einfach Stories über mich gemacht und mich beleidigt öffentlich. Das ist ja was, was wir schon von anderen auch gehört haben. Also bei The 50, glaube ich, von Eva. Aber was hat die denn für ein, also was hat Malisa für ein Problem mit ihr? Und vor allem, warum tut die dann so, als könnte die sich nicht dran erinnern? Fliegt und fällt. Und das war jetzt die Quittung. Fängt der Zickenkrieg an. Das Instagram-Geständnis oder was auch immer du da erzählt hast. Genau. Ja, auch hier frage ich mich, was war denn da gewesen, bitte? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich nehme jetzt die Dani. Oh, Mama. Stopp, sag erstmal einen Grund. Ich finde die zu zickig. Hoppa! Was ist denn los mit dir? Wo bin ich denn zickig? Ich bin nett. Ich rede nicht drum herum. Patricia ging mir auf den Sack. Da du mich nicht getroffen hast, hast du nochmal Glück gehabt, nämlich Claudia. Ich nehme dich, Claudia, weil ich einfach glaube, in der Gruppe, wo du bist gerade, mit dem, wo du warst, bist du gut aufgehoben. Also die sagt quasi, im Loser-Camp bist du gut aufgehoben, oder? Genau. Also kann man dem so entnehmen, glaube ich. Naja. Also Claudia, sie mochte mich doch. Claudia, glaub mich an. Siehst du, willkommen im Fernsehen. Das war jetzt, das war alles gespielt. Dass Dani gesagt hat, dass ich eine Loserin bin und das hat mir wirklich sehr am Herzen wehgetan. Ja, das glaube ich leider auch bei ihr, dass die anderen kommen damit, glaube ich, gut klar, aber bei Claudia... Ich glaube nicht. Ich verstehe den Grund halt immer noch nicht. Ich werfe Dani, weil ich gerade jetzt enttäuscht war, weil ich habe sie eigentlich wirklich sehr lieb gewonnen im Herzen. Claudia, wir wollen noch heute ins Luxuscamp, bitte. Ihr müsst leider warten. Oh! Ja. So, immerhin. Sehr gut. Oh. Ricarda! Ich tue mich halt auch ganz schwer damit, da zu verstehen, was ist Spaß und was ist Ernst. Dann glaube ich, sollte ich eher davon ausgehen, dass es Ernst ist, oder? Alter, schießt ihr Scheißbild gleich ab, ey. Sieg für die Piranhas. Schon wieder. Ja, war ein geiles Spiel, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal ins Luxuscamp. Nee, ich schwör's dir, ich bin echt ein bisschen horny, aber... Vanessa, ich war ein Schwein. Ja, aber ich habe meinen Freund schon vor langem nicht gesehen, über einen Monat. Diese Antwort von Jolina, kann ich ja nichts dafür. Unfassbar. Ah, ich bin horny, was soll ich machen? Aber auf der anderen Seite muss es auch mal möglich sein, als erwachsene Frau hier 2-3 Wochen durchzuhalten. Und ich muss noch ein bisschen aushalten. Die Frage ist ja eigentlich, ist das ein Grund für den großen Streit hier? Wir haben Carina verloren. Sie ist psychisch am Ende. Echt jetzt? Hikina ist wirklich ekelhaft. Ja, finde ich ja gut, ne? Carina ist psychisch am Ende. Ah, echt jetzt? Aber könnt ihr mal nach ihr schauen? Nee. Die Umstände einfach, die Standards von manchen Menschen und so, also das ist... Du meinst mit der Hygiene? Auch, ja. Also das kann ja wohl nicht sein. Es ist einfach vermehrt aufgefallen, dass Leute, wie zum Beispiel unter anderem Claudia, sich nach den Klogängen nicht die Hände waschen. Das ist halt einfach nur ekelhaft. Also es bringt halt wirklich nichts, wenn man die Leute nicht anspricht drauf, aber... Also alleine, dass man das jemandem sagen muss, finde ich schon schlimm. Claudia, wo bist du? Auf Toilette. Ich komme. Hände waschen, bitte. Na, Mensch, hör doch mal auf, Mensch. Jeder kommt ja aus einem anderen Haus. Jeder hat andere Standards. Der Untertitel, was sie damit sagen will. Igitt. Ja, keine Ahnung. Also ich finde das auch ekelhaft, muss ich echt sagen. Hallo Mädels, was kann ich helfen? Nee, ganz kurz. Wir haben erstmal kurze Teambesprechung. Erstmal kurze Kontrolle. Hast du dir gerade die Hände gewaschen? Wir gehen aufs Klo, was auch total menschlich ist, muss jeder von uns machen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir so ein bisschen Hygiene einhalten. Das heißt wirklich, uns nach dem Toilettengang einfach ganz normal die Hände waschen, vielleicht ein bisschen Seife. Finde ich auch geil, so ganz leicht das nochmal einbringen, so unterschwellig, ganz normal, also machen wir ja sowieso alle, Hände waschen. Das sind wahre Worte. Ich wasche dann gleich nochmal die Hände gründlicher, weil eben gerade... Darauf waschen wir jetzt alle nochmal die Hände. Ja, nochmal. Ja, darauf waschen wir uns... Würde ich auch sagen, ja, macht mal Pause beim Video und wascht euch doch mal alle die Hände. Ich meine, wenigstens macht dies, aber
Natürlich entsteht der Verdacht, dass sie es vorhin halt einfach nicht gemacht hat. Die Dani hat es echt persönlich genommen, die hat mit keinem Wort mehr geredet und die Tochter. Dani hat eine gute Seite, also ich habe mich mit dir auch ganz gut schon unterhalten. Und dann gibt es eine andere Seite an ihr, die ist sehr arrogant meines Erachtens. Claudia, wenn du das nicht direkt ansprichst, dann erlauben sie sich das und werden das immer wieder bei dir machen. Und dann wirst du am Ende so ein Ziel für die sein. Da musst du mal richtig dagegen schießen. Die musst du hier richtig klein machen, Claudia. Finde ich gut, dass sie hier nochmal von Emmy gebrieft wird. Wir stehen ja auch alle hinter dir, also du bist nie alleine. Nimm ich mir zu Herzen, weil ihr habt wirklich Erfahrungen am meisten. Ich bin ja das, der Frischfleisch hier. Ich werde jetzt bis so... Nee, nicht mit mir. Was meinst du? Ja, genau so würde ich das auch mal machen. Wir hatten, bevor wir in Gruppen eingeteilt wurden, richtig gute Connection miteinander. Und dann wird auch gesagt, wenn was ist, kommt zu mir und so weiter. Jetzt weiß ich mittlerweile, dass es falsch von ihr war. Das habe ich zwar nicht mitbekommen, aber wenn das wirklich so war, wäre es schon komisch. Ich möchte euch mal zeigen, dass ich auch was kann, wer ich bin und dass ich halt nicht einfach nur die Dumme bin, die neben Alex jetzt sitzt und sich den Typen irgendwie... Ja, da hätte ich noch einen Vorschlag für den Cast gehabt hier. Und zwar, stellt euch das mal vor, ey, das wäre ja zu krass. Gestern habe ich ja die andere Folge aufgenommen. Habe ich mir schon gedacht, wenn Christina da dabei wäre. Da habe ich aber einfach nur dran gedacht, weil die halt auch vielleicht mal austicken würde. Cecilia, habe ich mir gedacht, müsste eigentlich auch noch drin sein. Ich habe ja auch schon gemeint, Kim und Valentina. Dann wäre, glaube ich, wirklich alles vorbei. Aber wie geil wäre das bitte mit Vanessa und Christina in dem Format? Auf jeden Fall. Bestes Standbild. Auf jeden Fall kommen wir zur nächsten Challenge. Ihr werdet jetzt pro Team entscheiden, wer von euch ist real und wer ist fake. Oh. Das kann was werden. Und damit ist nicht der Charakter gemeint, sondern wer von euch hat die meisten Beauty-OPs? Ja, da fände ich ja das andere noch ein bisschen besser. Und in dieser Reihenfolge werdet ihr dann gleich gegeneinander antreten. Optisch bin ich ja wohl viel natürlicher als Patricia. Also entschuldige, mein Gesicht bewegt sich ja wohl noch. So, Carina. Auch ein gutes Spiel. Also als erstes spawnt Patricia, zweites spawnt die Emmy, die dritte ist Theresia, dann kommt Sandra. Dann komme ich und dann kommt Claudia. Bei uns ist Nummer 1 Ricarda. Nummer 2 bin ich tatsächlich selber. Nummer 3 ist Malisa. Unsere Nummer 4 ist Dani, ist Vanessa. Unsere unbedarfte Nummer 6 ist Julina. Ihr werdet euren Kopf oben drauflegen und werdet euch 10-mal so gut es geht drehen. Dann müssen die Bowlingkugel nehmen und möglichst viele Kegel treffen. Ich frage mich wirklich, wer auf die Challenges kommt, aber die ist schon geil. Ey, bitte nicht in den Das fände ich wirklich immer lustig. Sandra flucht einfach wie Tommy, obwohl die nicht mehr zusammen sind. Und laufen, 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 laufen. Andere Bahn. Ja, das machst du besser. Komm, Emmy. Das ist ja übertrieben. Malisa, alles gut? Du bist am Fliegen? Alter! Sieg für die Piranhas. Also bei Team Grün läuft hier irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Und damit wandern die nächsten 4.000 Euro auf euer Spielkonto. Herzlichen Glückwunsch. Later. Denn ihr werdet jeweils einstimmig entscheiden müssen, wer bei euch im Team die stärkste Queen ist. Sollte es Gleichstand geben, zählt eure Stimme doppelt. Ich bin gespannt, was die stärkste Queen da machen muss. Also es gibt ja einen Grund, warum wir sie bestimmen müssen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die stärkste Queen hier sein will oder nicht. Die Abstimmung, die überspringen wir mal. Wir gucken uns die Auflösung an. Unsere Auserwählte aus dem Team ist Emmy mit 2 Stimmen. Ach krass, also es war Vanessa die stärkste. Ja. Genau. Ja. Was heißt das jetzt? Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, das werden wir heute auch nicht mehr erfahren, Freunde. Das war's hier mit Folge 2. Fand ich schon deutlich besser als die andere. Also viel interessanter. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu kommentiert. Ansonsten hoffe ich natürlich auf ganz viel Instagram-Beef hier nach. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.